Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum dritten Teil unserer PMDG 737 Tutorial Reihe im Microsoft Flight Simulator. In den letzten zwei Videos haben wir uns angeschaut, wie wir unser Flugzeug so weit vorbereiten, dass wir es gleich starten können. Und genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben, machen wir jetzt weiter. Wir stehen am Holding Point von der Runway 25 in Stuttgart, sind ready for departure. Und bevor wir auf die Bahn rollen, noch eine kleine Anmerkung. Ich habe im letzten Video erzählt, dass man die Ground Spoiler, wie es im Airbus so der Fall ist, vor dem Takeoff in die Armposition stellt. Da habe ich mich aber vertan. Das macht man in der Boeing tatsächlich nicht. Also guckt, dass ihr, falls ihr das im vorherigen Video nachgemacht habt, vor dem Takeoff auf jeden Fall eure Speedbrakes disarmt. Das machen wir nur zur Landung. Das noch ganz kurz vorweg. Ansonsten wollen wir natürlich, bevor wir auf die Bahn rollen, uns möglichst gut sichtbar machen. Wir schalten also unsere Landing Lights an, unsere Runway Turnoff Lights und die Position Lights gehen auf Strobe und Steady. Wenn wir dann die Clearance bekommen haben, können wir sagen, Approach Sector ist clear, Takeoff Sector ist clear. Schalten unser T-Gas ein zum auf die Bahn rollen, lösen wieder die Parkbremse und dann können wir auch schon loslegen. Auch ein kleiner Unterschied zum Airbus ist, dass wir unseren Autothrottle hier oben vor dem Takeoff armen müssen. Im Airbus ist es ja so, wir geben 50% und schieben dann auf Flex MCT oder auf Toga. In der Boeing funktioniert das ein bisschen anders. Hier würde man auf 40% erhöhen, gucken, dass da die Triebwerke stabilisiert hochlaufen und würde dann einen Knopf am Throttle drücken. Da wir das jetzt hier im Simulator ein bisschen schlecht machen können, weil wir ja geradeaus rausgucken, hat sich PMDG gedacht, sie machen einen Klickspot für diesen Knopf hier auf das MCP. Das heißt, wenn ihr hier über die Schraube so drüber hovert, dann seht ihr, kommt da so ein Zeigefinger. Und der ist wichtig für unseren Takeoff. Wir werden also jetzt gleich 40% Power reinschieben, gucken, dass die Triebwerke stabil hochlaufen und wenn das erreicht ist, drücken wir hier auf die Schraube und dann setzt der Flieger quasi automatisch seinen Takeoff Thrust. Wir halten einmal ganz kurz an, schieben die eben angesprochenen 40% Schub ungefähr rein. Und wenn die Triebwerke stabil hochlaufen, dann gehen wir aus den Bremsen, drücken hier auf die Schraube und haben dann N1 und Toga. Airspeed is alive. Checked. Ab und dann fliegen wir schön unserem Flight Director hinterher. Sollte es nötig sein, können wir jetzt auch noch ein bisschen nachtrimmen, aber lasst das Flugzeug sich erstmal so ein bisschen selbst auspendeln und dann sind wir in Thrust Hold, LNAV und VNAV Speed. Je nachdem wie das Wetter ist und wie viel Verkehr dann ist, könnt ihr auch gleich den Autopiloten einschalten, Command A. Und dann würde der weiterfliegen, ansonsten könnt ihr gerne auch noch ein bisschen von Hand fliegen. Der Flieger erkennt dann automatisch, wenn er über seine Thrust Reduction und Acceleration Höhe kommt und fängt dann an, den Flieger zu beschleunigen und den Schub zu reduzieren. Unser Landing Gear können wir in die Off-Position machen, unsere Autobrakes können wir ausschalten und dann warten wir, bis der Flieger beschleunigt hat, um dann noch weiter die Klappen einzufahren. So, wir haben die Flaps 1 Speed erreicht. Flaps 1. Unsere Runway Turnoff Lights können wir auch schon ausschalten. Und die Engine Switches gehen wieder in die Off-Position. Sobald wir dann unsere Up-Geschwindigkeit erreicht haben, dürfen wir unsere Klappen auch vollständig einfahren. Flaps Up. Und ihr seht, der Flieger folgt wunderbar seinem Pfad. Wir können ihm jetzt erlauben, dass er weiter steigt. In unserem Fall haben wir jetzt eine Clearance bekommen, direkt auf Reiseflughöhe durchzusteigen. Also auf Flight Level 360. So, wir fliegen jetzt auch durch unsere Transition Altitude durch. Also setzen wir unsere Altimeters auf Standard. Altimeters Standard Passing Flight Level 5.2. Hier ist checked. Und dann können wir unsere After Takeoff Checklist lesen. After Takeoff. Geht los mit Engine Bleeds. Die sind auf On. Packs sind auf Auto. Landing Gear ist Up and Off. Und Flaps are Up. No Light. After Takeoff Checklist completed. Und schon haben wir unseren Takeoff gemeistert.
Jetzt werden wir weiter auf unsere Reiseflughöhe steigen. Wenn wir durch 10.000 Fuß dann durch sind, können wir auch die Landescheinwerfer noch ausschalten. Und wenn wir den Traffic auf dem TCAS noch sehen möchten, klicken wir einmal hier auf das Knöpfchen drauf, würden den dann hier entsprechend angezeigt bekommen. Und sofern verfügbar, könnt ihr natürlich auch das Terrain und das Wetterradar jederzeit dazu schalten. Ansonsten, wenn man erstmal im Steigflug angekommen ist, dann ist der Rest eigentlich relativ entspannt. Und wenn wir jetzt dann über 10.000 Fuß noch die Lichter ausgemacht haben und gegebenenfalls die Seatbelts, dann können wir ganz entspannt unserer Reiseflughöhe entgegensehen. Wir sind jetzt inbound nach Lubuk unterwegs, fliegen durch 10.000 Fuß, Landing Lights gehen aus. Wenn wir jetzt gerade mal vorausgeguckt haben, dann haben wir gesehen, dass das Wetter heute gut ausschaut. Das heißt, es besteht jetzt eigentlich keine Gefahr, dass noch große Turbulenzen auftreten. Das heißt, die Seatbelts können wir schon mal auf Auto stellen. Und dann können wir auch noch ein bisschen das wunderschöne Wetter genießen und diese schöne Szenerie hier im baden-württembergischen Land. Und wir würden natürlich jetzt konstant auch wieder mit den Lotsen Kontakt halten und steigen weiter auf unsere Reiseflughöhe. Sollten wir jetzt einen guten Tag erwischen und der Lotse hat gerade nicht viel los in seinem Luftraum, geben die Lotsen uns auch gerne ein Direct. Wenn ihr ein Direct hier in der Boeing eingeben wollt, dann müsst ihr hier unten auf die Lex-Page gehen und findet dann hier die verschiedenen Wegpunkte, die ihr abfliegt. In unserem Fall haben wir jetzt ein Direct nach Osbit bekommen. Wir nehmen also den Wegpunkt Osbit, positionieren ihn ganz oben. Dann seht ihr, zeichnet er hier auch schon die Direct-Linie ein und dann drücken wir Execute und der Flieger dreht automatisch in die Kurve und fliegt zu diesem Wegpunkt Osbit. Ansonsten steigen wir jetzt weiter auf Reiseflughöhe. Das soll es für diesen Teil vom Tutorial wieder gewesen sein. Als nächstes sehen wir uns dann auf der Reiseflughöhe wieder und da schauen wir uns dann an, wie wir unseren Flieger für den Anflug später vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Nach wie vor, wenn irgendwelche Fragen übrig geblieben sind, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Über eine positive Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da fliegen wir regelmäßig 737 und A320 und da könnt ihr auch immer super eure Fragen stellen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachfliegen und always happy landings.